Hier könnt ihr eine wunderbare Gartenlandschaft sehen, wo ihr wirklich am Tag nach dem Frühstück es genießt. Wenn ihr vom Frühstück kommt, hier wunderbare Bäume, die blühen. Es ist, wenn ihr euch drunter stellt, duftet es so wunderschön. Also es macht schon Spaß hier am Tag. Bisschen nach dem Mittagessen spazieren gehen, wenn ihr gerne spazieren geht. Hier könnt ihr sehen, welche Vielfalt diese Anlage auch bringt. Ne? Es wird hier von Tag bis abends immer an den Bäumen geschnitten, es wird gedüngt, es wird gegossen. Also es wird hier sehr viel Mühe gegeben, also hier auch eine Blütenpracht, ne? Dass die Bäume auch immer, auch im Sommer, wo es wirklich sehr heiß am Tag ist, bald im Sommer, wo wir waren 36, 37 Grad, ne? Auch dann immer grün die Anlage ist, also es wird gepflegt von morgens bis abends, wird gegossen, verwelkte Sachen werden einfach weggenommen und es macht wirklich Spaß, die Urlaub zu machen, daher wird es so. Ich war voll begeistert, das merkt ihr auch, wenn ich hier spreche, ne? Also ich kann euch das Hotel wirklich nur empfehlen, also saubere Anlage, eine Blütenpracht, wenn hier jemand, hier seht ihr im Hintergrund auch Leute, die tagtäglich arbeiten, also die Balkons werden gepflegt, die Terrassen sind gepflegt, ne? Und wie gesagt, auf dem grünen Rasen, es macht hier einfach wirklich Spaß, Urlaub ist wirklich sehr wiederwärmend. Okay, ich danke euch. Hier seht ihr die wunderschönen Pflanzen, die den ganzen Sommer blühen, obwohl hier am Tag 36 Grad im Schatten sind. Es blüht, man denkt mir, es ist noch eine andere Welt. Es ist einfach schön gemacht. Und die Pflege, die hier aufgebracht wird, ne, für die Pflanzen, ist phänomenal. Die Kakteen natürlich in Ägypten brauchen die nicht viel Wasser, werden aber tagtäglich mit Wasser gegossen. Der Rasen, seht ihr, es ist einfach grün, also es hängt hier so viel Pflegetrenne in dieser Anlage. Ne? Hier seht ihr, wie grün die Rasen sind, hier vorne ist ein bisschen braun der Rasen, aber wie gesagt, hier sind auch im Mai, wo wir waren, 45 Grad manchmal in der Sonne, aber trotzdem allgemein ist die Anlage hier wunderschön grün. Ne? Dieser Rasen und diese Palmen, die über die ganze Anlage verteilt sind, es ist einfach wunderschön. Noch mehr von diesen tollen Bildern der Anlage findet ihr auf meiner Homepage. Ne? Okay, ich danke euch erstmal. Danke euch.